Bahnstreiks an Weihnachten. Bis Ende Oktober hat die Friedenspflicht gegolten. Nun starten neue Verhandlungsrunden der Deutschen Bahn mit der GDL, der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Neben einer allgemeinen Entgelterhöhung von 555 Euro monatlich fordern die Eisenbahner die Arbeitszeit von 38 auf eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich abzusenken. Zudem wird eine Inflationsausgleichsprämie für Voll-, aber auch Teilzeitarbeitnehmer in Höhe von 3.000 Euro gefordert. Laut des GDL-Streikführers Weselski werden unbefristete Streiks auch an Weihnachten nicht ausgeschlossen, es sei denn, die Bahn bewegt sich auf die Eisenbahner zu.